Sonst scheint sie hier nicht viel zu geben. Schade, ich werde mich weiter umsehen. Vielleicht hier irgendwas versteckt. Kann ich einfach nicht glauben, dass hier sonst nichts ist. Ich meine, echt jetzt. Ja, ich bin erkannt. Denke ich mir bei den Hunden. Hundenapf. Gibt's denn hier sonst noch was Schönes für uns? Einen Speicherpunkt wird es hier geben. Nicht schnell speichern, sondern so speichern. Ich habe erst 8-mal so gespeichert. Erstaunlich. Lauter Reifen, aber mit Reifen kann ich nichts anfangen. Ups, ich war's nicht. Ein Hundenapf und Dosen. Blechdose. Ich werde mal die normalen mitnehmen. Ich habe ja gesehen, mit denen kann man irgendwas machen. Was? Weiß ich noch nicht. Ah. Was gibt's denn hier? Terpentin. Terpentin, noch mehr. Joa. Ziemlich gute Ausbeute. Ich hätte mir jetzt noch was Größeres vorgestellt. Aber es ist auch nur ein Schrottplatz. Gut, was gibt es hier? Kann ich dich nicht mitnehmen? Nein. Eine Puppe. Schade, geht nicht. Oh. Ich will nichts klauen. Ich will nichts klauen. Terpentin kann ich aber mitnehmen. Lackierpistole auch und Blechdosen auch. Stange oder was? Schachtelzigaretten. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Hatte ich das hier? Ja, natürlich. Dann werde ich mal da rein spazieren. Oder warten wir noch? Wir warten noch. Ich will jetzt erstmal die Mission hier annehmen. Gleichzeitig interessiert mich aber, was da drin ist. Sieht mir nach einem ziemlich großen Gebäude aus, wo es auch viele Sachen geben könnte. Helios One. Boah, ich würde bald Stufe 7 sein. Oh, das funktioniert sogar noch. Und das sieht so aus, wie wenn es hier Solarenergie gibt. Oder wenn da halt Solarenergie benutzt wird, um Strom zu erzeugen. Und da hängt eine Fahne. Verbündete. Das ist ein Sicherheitsbereich. Ja. Was wollen Sie hier? Ich sah das Gebäude aus der Entfernung und wollte es mir näher ansehen. Oder Sie sind ein Spion der Nein. Legion, der hier eindringen will. Geben Sie mir einen guten Grund, warum ich Sie durchlassen sollte. Sprache 15 von 30, Lüge. Ich hatte gehört, dass mein Bruder hier stationiert wäre. Ich wollte mal nach ihm sehen. Das ist ein öffentliches Gebäude und ich kann tun und lass, und ich kann tun, was ich will. Sie haben recht, ich bin ohne Grund hier. Ich versuche mal mit Sprache. Tut mir leid, Schade. Zivilisten haben hier keinen Zutritt. Ich kann da leider keine Ausnahme machen. Am besten sprechen Sie mit jemandem an der Station, an der Ihr Bruder sich freiwillig gemeldet hat. Sollte das Kraftwerk nicht von mehr Leuten bewacht werden? Warum sind Sie hier und nicht bei der Front? Wäre das nicht wichtiger? Ich würde gerne das Kraftwerk betreten. Ja, das geht nicht. Warum nicht von mehr Leuten bewacht? Sie haben recht. Aber da es nicht viel Strom erzeugt, haben unsere Gegner kein großes Interesse daran. Nicht so viel wie am Hoover-Staudamm. Wir hatten hier eine Streitmacht, bis die Stählerne Bruderschaft vertrieben war. Dann wurden die Truppen wie alle anderen auch zum Damm geschickt. Caesar schickt immer mal wieder kleine Einheiten vorbei, um Schwächen zu suchen. Wenn er das Kraftwerk wirklich wollte, wären wir längst tot. Warum war die stillende Bruderschaft hier? Wenn ich das nur wüsste. Sie haben aber gekämpft wie die Löwen.
Wir waren in der Überzahl, sicher mit 20 zu 1. Sie hielten durch, solange sie konnten, und verloren den Großteil ihrer Leute, bevor sie flohen. Und wir bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk. Sie haben das Kraftwerk teilweise genutzt, aber alles abgeschaltet und ein altes Sicherheitssystem aktiviert, sodass es für uns nutzlos ist. Wichser! Ich würde gerne das Kraftwerk betreten. Warum sind Sie hier und nicht an der Front? Okay, Kraftwerk betreten. Warum sollte ich Sie das tun lassen? Oh. Öffentliches Gebäude. Das ist RNK-Gelände und wir haben Schusswaffen. Ich auch. Also können Sie hier nur tun, was uns gefällt. Verschwinden Sie gefälligst von unserem Rasen. Ja, warum nicht an der Front? Das frage ich mich ständig. Aber Strom ist hier sehr wertvoll. Damit hat man die Gegend besser unter Kontrolle als mit Soldaten. Verdammt, wenn wir den Damm an die Legion verlieren, könnte dieses kleine Kraftwerk unsere letzte Bastion sein. Auf Wiedersehen. Bis später. Ich will dahin. Was sagst du zu mir? Ich will dein Gewehr. Ich will dein Gewehr. Ich kann aber nicht so einfach rein. Eigentlich... Hab ich dich. Renn. Renn. Ich habe überhaupt keine Lust zu kämpfen. Ich wollte auch gar nicht zu nah hin. Boah, kann ich mich tarnen? Das war jetzt ziemlich scheiße. Kann man wirklich so sagen. Hier mal nicht. Und er ist ein Stealth Boy. Nein, ich habe keinen, denn ich habe meinen Metallhelm, weil mein Schädel wird hier stark getroffen. Und hau weiterhin ab. Ich habe echt keine Lust von euch. Und ihr werdet mich jetzt bitte nicht die ganze Zeit verfolgen. Boah, ey, rennen die jetzt durchs ganze Ödland? Nach? Nein, ich glaube nicht. Doch. Boah, wie unnötig von euch. Gut, dann renne ich eben dahin. Da hoch. Das muss doch gehen. Ihr werdet mich doch nicht ewig verfolgen. Nicht in dieses Sandgebiet. Ha, tun sie echt nicht. Na komm her. Möchtest du sterben? Au. Was haben Blähfliegen dabei? Nichts. Immerhin verfolgen die mich nicht. Das ist schon mal was wert. Lass mich da hoch, ja. Das war ein schlechtes Ereignis. Da ist wer. Böse Leute. Was für böse Leute? Viper Revolverheld. Noch einer. Ja, Revolverhelden werde ich mir überfallen. Ich werde nochmal warten, bis wir näher sind. So. Denn ich kann auch was, was ihr nicht könnt. Na los. Nachladen, hä? So. Hallo. Seht ihr, wie schnell? Du wirst nicht mit deinem Hammer auf mich einprügeln. Oh nein, komm her. Na komm. Oh. Der ist meiner. Oh, zum Glück, ich habe noch Punkte bekommen. Ich nehme das mit. Korken. Lederrüstung verstärkt. Schachtelzigaretten, Terpentin. Vorschlaghammer. Werde ich alles verkaufen. Wo liegt ihr denn alle rum? Da hinten. Denn hier ist ein schöner Händler. Eine Karawane. Elektroschrott lasse ich da. Hammer auch. Kork nehme ich mit.
Messer, Psycho, Söldner, Einsatzoutfit. Haarklammer, Korken, Messer, Unruhestifter-Outfit. Und alles verscherbeln.